Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie heute zu einem in der Sprechstunde oft auftauchenden, wichtigen Thema Antibiotika. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Arzt sein kann in einer Zeit, in der es Antibiotika gibt. Ohne Antibiotika sind bestimmte Krankheiten einfach nicht behandelbar. Früher waren bestimmte Krankheiten tödlich oder endeten mit schlimmen, bleibenden Folgen. Das gibt es heute durch das Vorhandensein der Antibiotika nicht mehr. Und darüber bin ich froh. Aber es kommt immer häufiger vor, dass Antibiotika nicht mehr wirken. Woran liegt das? Jahr für Jahr steigt die Zahl der Bakterien, die resistent werden auf Antibiotika. Warum? Antibiotika werden weltweit so häufig eingesetzt, dass die Bakterien, gegen die sie wirken, lernen, mit ihnen umzugehen. Sie werden resistent, mit der Folge, dass die Antibiotika nicht mehr wirken. Es ist dabei wichtig zu wissen, dass Antibiotika nur gegen Bakterien wirken. Bakterien sind allerdings weitaus seltener die Ursache für die häufigsten Erkrankungen. Die häufigsten Erkrankungen, an denen wir leiden, sind Erkältungskrankheiten, Schnupfen, Husten. Und diese Krankheiten werden hauptsächlich durch Viren ausgelöst. Oft genug wundern sich Patienten, dass es nicht besser wird, obwohl sie doch ein Antibiotikum nehmen. Und das ist genau der Grund dafür, dass Antibiotika in diesem Fall nicht wirken können, weil es sich ja gar nicht um Bakterien handelt. Bakterien, Viren, das ist doch alles das Gleiche. Ja, schön wär's. Es ist es eben nicht. Viren sind noch viel kleiner wie Bakterien, eine ganz andere Art von Krankheitserreger. Gegen Viren helfen bestimmte Virostatika. Davon gibt es allerdings viel weniger und auch nur gegen die Viren, die wirklich problematische Erkrankungen machen, wie zum Beispiel das Herpesvirus. Und noch etwas Wichtiges im Zusammenhang mit Antibiotika. Wenn wir eine Behandlung mit einem Antibiotikum durchführen, dann ist es wichtig, dass sie ausreichend lange durchgeführt wird, also so lange, bis die Bakterien wirklich tot sind. Und deshalb sollten Sie sich genau darüber informieren, wie lange die Einnahme dieses antibiotischen Medikamentes, welches Sie nehmen, notwendig ist. Warum ist es wichtig, ausreichend lange ein Antibiotikum einzusetzen? Nun, ein Antibiotikum tötet Bakterien ab. Aber nicht alle Bakterien sterben gleichzeitig. Die stabilsten, die stärksten Bakterien überleben eine gewisse Zeit. Und wenn das Antibiotikum zu kurz gegeben wird, dann werden diese stärksten Bakterien sich wieder vermehren. Es wird die Krankheit wieder ausbrechen, aber dieses Mal tut sich das Antibiotikum deutlich schwerer mit diesen Bakterien, die auch natürlich gelernt haben, damit umzugehen, zu bekämpfen. Zum Schluss, zusammenfassend. Es ist toll, dass es Antibiotika gibt. Aber wir müssen wissen, wann sie sinnvoll eingesetzt werden und wir haben auch eine gewisse Verantwortung im Umgang mit den Antibiotika, damit wir nicht dazu beitragen, dass resistente Bakterien unnötigerweise gebildet werden. Tablettenvergiftung. Kleine Kinder halten Tabletten für kleine Bonbons. Außerdem glitzern die Packungen und sie knistern so interessant. Zecken am Kragen, in der Höhe des Hautniveaus und nach einem kurzen Moment der Benommenheit wird die Zecke anfangen zu krabbeln. Heute möchte ich Ihnen dabei helfen, wie Sie bei Ihrem Kind den Schnuller loskriegen. Zunächst herzlichen Glückwunsch, dass Ihr Kind den Schnuller nimmt und nicht zum Beispiel den Daumen